Das Spiel, also ist ja heute wirklich insane. Das ist ja heute wirklich insane, was die von mir wollen. Ich glaube es nicht. Ja, das wird ewig dauern. Ach, guck mal, ich habe ja, okay, cool. Ja. Ich denke, das ist meine beste. Ich hab langsam so dermaßen die Schnauze voll von diesem Game heute. Beim nächsten Mal werde ich wieder super Laune haben, aber heute ist das Spiel wirklich insane. Es ist wirklich insane heute. Ich schaff das nicht. Ich schaff's nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das am besten machen soll. Ich wüsste nicht, wie man das besser spielen soll. Außer halt die ganze Zeit rumzujumpen und zu hoffen, dass da nichts landet. Weil Kraft dann, man kannst du vergessen, wenn dann irgendwann der Moment kommt, dass 15 gleichzeitig auf dem Screen fliegen, dann hast du mit dem Kraftanmann auch verschissen. Kann das jetzt bitte vorbei sein? Dankeschön. Beachtlich. Erstaunlich! Hier, das ist dein Preis! Das ist der alte Nixon-Schlüssel. Probierst du es nochmal? Du wirst jederzeit bekommen. Ja, sorry. Sorry, ich weiß, es ist nicht schön, dass ich jetzt die ganze Zeit so rumjammer und so, aber diese Passage hat es in sich. Die hat es wirklich in sich. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob ich den Typen finde mit dem. Nein, eigentlich. Ich muss nochmal gucken. Ich will noch gerne das mit dem Lava-Saft machen, damit das auch durch ist. Denn ich meine, ich muss ja auch zwei Schlüssel finden, oder nicht? Da waren ja zwei Schlüssel, nicht, oder nicht? Irgendwie muss ich hier noch was machen. Dieser Schlüssel sieht den nächsten Schlüssel ähnlich. Du willst den Schlüssel des Kratzösen noch haben. Bist du nicht ein wenig habgierig? Pass auf, keine Ahnung, ob das hin, aber wenn du mir den. La du Verdammt! Okay. Ich war bei diesem Typen richtig mit dem Lavasaft. Dann hat er irgendwann was völlig anderes geredet, hat überhaupt nichts mehr vom Lavasaft erwähnt. Und deswegen wusste ich nicht, wer den Lavasaft haben möchte. Die haben wirklich seine Textbox geändert, dass er nichts mehr zu dem Lavasaft sagt. Das kann doch nicht wahr sein. Also sorry, aber spätestens jetzt ist ja wohl mein Rant berechtigt. Also spätestens jetzt, wo man mich so verarscht und der Typ dann irgendwann gar nichts mehr zu dem Lavasaft erzählt hat. Ja. Okay, bring diesen Vorstellungsbrief. Ein Vorstellungsbrief. Zeigst du das dem graziösen Goron, wird er Bescheid wissen. Vorstellung. Das heißt, ein Brief an den Goronentänzer. Aber ich dachte wirklich, dass der fünfte Dungeon das Schlimmste wäre im Spiel. Und ja, ich habe gesagt, der hat Spaß gemacht. Hat er auch. Er war trotzdem schlimm. Auf eine Weise, dass er verwirrend war. Trotzdem hat er mir noch Spaß gemacht. Aber das hier ist ja wirklich mit Abstand die größte Scheiße, die ich seit Ewigkeiten in irgendeinem Spiel erlebt habe. Und das möchte was heißen. Ich werde den ganzen Kugelkamedonner, ja. Wer ist denn jetzt der graziöse Gorone nochmal eigentlich? Wer ist denn jetzt der graziöse Gorone nochmal? Ist das der in dem Tanzding? Ach ja, das steht ja da auch. Wow. Okay, diesmal kann ich das Spiel nicht blamen. Das steht ja sogar in dem Text. I'm sorry, also. Das ist krank. Das ist wirklich krank hier. Warte mal, wie komme ich denn jetzt am schnellsten dahin wieder? Von hier irgendwie nicht, oder? Ja, hier komme ich ja nur mit dem Ding wieder hoch. Ja, die Minispiele an sich waren sogar okay, da möchte ich gar nichts gegen sagen. Die einzelnen Minispiele waren auch herausfordernd, ich habe da mehrere Versuche immer gebraucht. Im Endeffekt würde ich aber sagen, die waren vollkommen in Ordnung. Die haben mir dann doch gefallen im Endeffekt.
Aber dieses Hin- und Hergelatsche mit, oh, ich möchte das haben, oh, ich möchte das haben und ich möchte das haben und du musst jetzt in die Vergangenheit und dann in die Gegenwart und dann musst du da noch mit dem sprechen und wow, please. Ich muss irgendwie zu dem Tanz. Warum mache ich das gerade eigentlich so? Ich bin ja völlig irre. Ich muss doch mich hier rüberziehen. So. Ich weiß jetzt aber nicht, wer von beiden der ist. Ist es egal, welcher? Ich glaube, ich brauche den anderen, oder? Ich brauche den anderen. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder falsch. Warte mal. Oh. Warte mal hier. Ja, also. Ich bin so froh, wenn die Session vorbei ist gleich. Hui. Ich würde ja ehrlich gesagt aber noch was machen, was Bestimmtes vorher. Was Bestimmtes würde ich gerne vorher noch erledigen. Die Frage ist nur. Puh. Nee, du doch nicht, du doch nicht. Ja, ich sehe dich tanzen. Nein, 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 wir machen das nicht. Was steht hier? Gib mir deinen nächsten Schlüssel. Woher weißt du nur, dass ich einen besitze? Nur gut, schließlich kenne ich einen Bruder ja keine Bitte abschlagen, aber ich werde ihn. Ich will nicht. Ich wollte eigentlich noch die eine Sache, die ich vorhin angeschnitten habe, die ich eventuell vor dem nächsten Dungeon noch machen wollte, war 500 Rubinen, also 500 Rubinen noch zu sammeln und dann das Herzteil zu kaufen im Laden. Aber jetzt will ich aber den ganzen Geld wieder verlieren mit dem Scheiß hier. Was soll ich machen? Wir achten nicht auf deinen Stil. Ich werde jetzt wieder das machen müssen. I'm sorry. Also. Ich will das nicht machen. Ja, komm. Ey, komm. Nee. Nein. Wenn das jetzt alles so scheiße ist, also dann ist. Aber wirklich der Arsch offen, Alter. Ja, okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Jawohl. 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 Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. I'm sorry. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Dir nicht nur, dass du jedes Mal 20 Rubine dafür ausgeben musst, jetzt ist jede Runde voll mit der Scheiße. Also, sorry. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Das ist jetzt wirklich endgültig das Tanzminispiel, bei dem ich weiß, dass das gefürchtet ist. Ich weiß, es gibt ein Tanzminispiel, das richtig, richtig unbeliebt ist, weil es viel zu schwer ist und das ist es jetzt endgültig. Das ist es jetzt endgültig. Das geht ja sogar noch. Ja, bin trotzdem aus dem, also war nicht richtig vom Rhythmus. Ja, falsch gedrückt. Ey, das ist ja insane, Alter. Das ist ja komplett insane, Alter. Ohne Scheiß. Das ist ja komplett irre, Alter. Ja, warte mal, lass mich mal jetzt hier safe sein. Vielleicht kriege ich jetzt etwas Einfaches mal. Ja, warum denn nicht gleich so? Das geht. Ja. Aber von hier kann man das ja nochmal machen. Mhm.
Das geht jetzt wieder einigermaßen. Das ist okay. Das ist okay. Ja, come on. Ja. Ja. Willst du mich verarschen? Ein Naturtalent. Da dich ein Bruder empfohlen hat, werde ich mein Versprechen einlösen. Du erhältst den nächsten Schlüssel. Komm wieder her, wenn du noch eine Tanzstunde brauchst. Habe ich das gerade ernsthaft geschafft, ohne mitten in den Runden zu safe-staten? Ich ging zu 200% davon aus, dass ich innerhalb dieser Runden safe-staten muss. Zu 200% ging ich davon aus. Willkommen, ich gehöre der. Nein, nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Jetzt haben wir hier zwei Nixtenschlüssel. Schlüssel mit Nixten-Symbol und alter Nixtenschlüssel, ein antiker Schlüssel. Ja, was ist das denn? Wie soll ich denn wissen, wann ich mit der einen Dungeon-Hälfte fertig bin und in die andere muss? Woher soll man das denn wissen? Okay. Was soll man dazu sagen? Ich habe den anderen Schlüssel ja zuerst bekommen, chronologisch. Ich würde fast davon ausgehen, dass ich dann in der Gegenwart zuerst das machen muss und dann in die Vergangenheit. Ja, auch die Eule. Moment, Moment. Okay, folgendermaßen. Wir müssen zuerst mal. Lass mich mal. Ich bin gerade so perplex, dass ich dieses Spiel geschafft habe, dass ich überlegen musste, welches Item ich brauche. Ich stehe in einem Baum. Ich gehe davon aus, es ist das Ding natürlich da im Weg. Ich glaub's ja wohl nicht. Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir hier rein. Ich würde eigentlich gerne noch einen Herzcontainer mehr haben, aber ich habe keine Rubine mehr dafür. Ich werde jetzt nicht noch 220 Rubine farmen. Jetzt noch nicht reingehen, Dankeschön. So, Leute. Also, um diesen Dungeon frei zu spielen, musste ich heute wirklich über Leichen gehen, gefühlt. So, da hier die Eule steht, die mir extra den Tipp gibt, der Dungeon, den gibt es auch noch in der Vergangenheit. Und wir chronologisch den Gegenwartsschlüssel vorher halten haben, werde ich hier anfangen. Wir gucken, wie weit wir dann kommen. Und ja. Aber erst beim nächsten Mal. Ich bin heute völlig durch. Ich weiß, ich habe viel gemotzt und ich finde teilweise auch sehr berechtigt. Aber umso glücklicher war ich, dass ich diese Spiele alle relativ zügig gemeistert habe. Das hat man wahrscheinlich rausgehört, wie krass ich von mir selber beeindruckt war, das zu schaffen. Und das hat es dann irgendwo wieder ausgeglichen. Dennoch freue ich mich sehr, beim nächsten Mal einen Dungeon wieder spielen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.